Meine Damen und Herren, zu Beginn der Automobilgeschichte war es ziemlich unklar, ob der Elektroantrieb oder der Benzinmotor das Rennen machen würde. Elektromotoren sind in ihrem Aufbau wesentlich einfacher. Sie waren auch in der Zeit der 20er Jahre, sie waren auch in den ersten 20 Jahren des Automobils zuverlässiger als der Benzinmotor. Vor allem gab es beim Benzinmotor bekanntlich große Probleme mit der Zündung und mit dem Vergaser. Aber schließlich gewann der Benzinmotor in erster Linie wegen der hohen Energiedichte von Benzin im Vergleich zu den damaligen Batterien. Und die Probleme mit Zündung und Vergaser wurden dann relativ schnell gelöst. Es gab in den letzten 100 Jahren immer wieder Versuche, den Elektroantrieb zum Einsatz zu bringen. Zu meiner Schulzeit gab es in Stuttgart viele Bierautos mit Elektroantrieb, mit riesigen Batteriekästen unter der Ladefläche. Bosch arbeitete bereits in den 60er Jahren an Elektroantrieben für Kleinwagen, damals für das Kokomobil der Firma Glas. Der neue Ansatz war damals die Verfügbarkeit von Halbleiterbauelementen, mit denen man die Elektromotoren fast verlustfrei steuern konnte, sodass nicht ein Teil der in der Batterie gespeicherten Energie in den damals üblichen Vorwiderständen verheizt wurde. Die Reichweite wurde damals dadurch zwar etwas besser, aber blieb immer noch unzureichend. Anfang der 70er Jahre, das ist völlig in Vergessenheit geraten, dann haben Mercedes-Benz und MAN große Anstrengungen, Stadtomnibusse mit Elektroantriebe zur Serienreife zu bringen. Die Städte waren an Omnibussen ohne Schadstoffausstoß sehr interessiert. So wurden in Mönchengladbach ab 1974 von beiden Herstellern Omnibusse ohne Schadstoffausstoß in Betrieb genommen. Omnibusse mit Batterien und Elektromotoren wurden mehrere Jahre im Linienbetrieb eingesetzt. Die Mercedes-Busse hatten die Batterie im Bus selbst mit einem Schnellwechselsystem. Die MAN-Busse zogen die Batterien in einen kleinen zweirädrigen Anhänger hinter sich her. Dieser Großversuch wurde vermutlich deshalb aufgegeben, weil die Batterien nicht in Zyklen fest waren und zu oft ersetzt werden mussten, was zu hohen Kosten führte. Motoren und Steuerelektronik kamen übrigens von Bosch und ich selbst war damals in der Geschäftsführung von Bosch unter anderem für dieses Gebiet zuständig und ich erinnere mich noch gut an die Einweihungsfeier in Mönchengladbach 1974. In den Jahrzehnten danach gab es immer wieder Projekte für Personenwagen, die von Automobilherstellern initiiert wurden. Sie scheiterten alle an der Unzulänglichkeit der Bleibatterien, deren Energiedichte in den letzten Jahrzehnten wenig Fortschritte verzeichneten. Erst seit die Batterien in Lithium-Ionen-Technik zur Verfügung stehen, macht es Sinn, sich wieder mit Elektroantrieben zu befassen. Bei Hybridantrieben, die schon länger unterwegs sind, reicht im Grunde eine Batterie in Nickel-Metall-Hydrid-Technologie aus, die in der Speicherfähigkeit irgendwie zwischen Blei-Batterie und Lithium-Ionen-Batterie liegt. Nicht unerwähnt sollte bleiben, auch das hat die Presse, die sich viel mit Elektrofahrzeugen befasst, total vergessen, dass zwei namhafte europäische Automobilhersteller sich schon vor langer Zeit mit der Hybrid-Technik auseinandergesetzt haben. Das waren Audi und Fiat. Bei Fiat blieb es allerdings beim Projekt, das in den 90er Jahren wieder abgebrochen wurde. Selbst erinnere ich mich, dass ich mit dem Prototyp durch Turin gefahren bin. Audi hat in den Jahren 1997 und 1998 einen Pkw mit Hybridantrieb im normalen Programm angeboten. Fast niemand wollte ihn haben, da er wegen des technischen Aufwandes relativ teuer war und so wurde die Produktion nach zwei Jahren wieder eingestellt. Damals hat sich die europäische Autoindustrie voll auf den CO2-günstigen Diesel konzentriert und damit, so meine ich jedenfalls, zum Klimaschutz kumuliert weit mehr beigetragen, als die Hersteller von Hybridfahrzeugen bis jetzt. Insoweit ist die Anschuldigung der Politik und der Medien gegenüber der deutschen Autoindustrie, sie habe die Hybridtechnik verschlafen, ziemlich unsinnig, zumindest was die Auswirkungen auf den Klimaschutz anbelangt.
Hier noch einige Vergleichsdaten zu Batterien für Elektroantrieb. Mit 1 Liter Benzin kann man einen heutigen Mittelklasse-Pkw mit Benzinmotor etwa 15 Kilometer weit bewegen. Das entspricht einem Verbrauch von rund 7 Liter pro 100 Kilometer. Eine Leihbatterie für diese Strecke von 15 Kilometer, also das Äquivalent zu 1 Liter Benzin, würde rund 100 Kilogramm wiegen. Das entsprechende für einen 50 Liter Tank dann etwa 5 Tonnen. Das kann ein Pkw natürlich nicht mit viel führen. Also mit der Bleibatterie konnte man, und das hat sich ja gezeigt, keinen brauchbaren Elektro-Pkw bauen. Es reichte nur für Gabelstapler und für Golfcars. Auch die heutigen Lithium-Ionen-Batterien, das Beste, was es derzeit gibt, wiegen in diesem Vergleich mit 50 Liter Benzin noch rund 500 Kilogramm. Also um gleich weit zu kommen wie mit 50 Liter Benzin. Das ist immer noch viel zu viel. Und dies ist auch der Grund, weshalb man heute noch keine wirklich brauchbaren, also mit heutigen Verbrennungsmotoren bestückten Fahrzeugen vergleichbare Elektrofahrzeuge herstellen kann. Das Gewicht der Fahrzeuge würde viel zu hoch und das Fahrzeug würde auch viel zu teuer. Und bei einem noch akzeptablen Batteriegewicht von zum Beispiel 100 Kilogramm liegt die heute erzielbare Reichweite zwischen 100 und 150 Kilometer. Aber wir sind in der Batterietechnik noch nicht am Ende und die Autobranche ist insgesamt zuversichtlich, dass sie irgendwann brauchbare Elektrofahrzeuge bauen kann, aber eben nicht bald. Das Thema Elektroantrieb ist in den letzten Jahren im Grunde von zwei Seiten in Bewegung geraten. Erstens angetrieben durch Mobiltelefone, Personal Computer und Elektrowerkzeuge haben die Batteriehersteller eben mit neuen Materialien große Fortschritte bei der Energiedichte von Batterien erzielt, insbesondere mit Lithium als Elektrodenmaterial. Das periodische System, in dem Lithium erscheint, kennen Sie. Lithium ist insbesondere in Verbindung mit Wasser ein sehr reaktives Element. Batterien mit Lithium sind deshalb nicht ganz ungefährlich. Zweitens, der Druck zur Schonung des Klimas, die CO2-Emissionen zu senken, führt ebenfalls grundsätzlich zum Elektroantrieb, aber eben zunächst mal nur grundsätzlich. Die Rechnung mit dem CO2-freien Auto geht aber nur auf, wenn der Ladestrom für die Batterien aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Stammt der Strom aus Kohlekraftwerken, dann ist die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeugs schlechter als die eines Benzinfahrzeugs und wesentlich schlechter als die Bilanz eines Dieselmotors. Es gibt dann noch einen dritten Aspekt, das ist die voraussichtliche Erschöpfung der Ölvorräte in, je nachdem, wen man hört, 50 bis 100 Jahren. Dies ist jedoch derzeit eher ein intellektuelles Problem, weder Regierungen noch Bürger nehmen dies wirklich ernst. Meine Damen, meine Herren, ich habe in meiner Einleitung, die vielleicht etwas breit war, bereits einiges vorweggenommen, aber vielleicht erleichtert dieses das Verständnis meiner weiteren Ausführungen. Im weiteren Verlauf meines Vortrags werde ich folgende Themen behandeln. Sie sehen es hier in dem Chart: Leistungssteigerung von Verbrennungsmotoren, Schadstoffemissionen von Verbrennungsmotoren, CO2-Grenzwerte in Europa, CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch unterschiedlicher Antriebe mit Verbrennungsmotoren, dann die CO2-Emissionen in Abhängigkeit vom Einsatz unterschiedlicher Energiequellen. Dann komme ich etwas mehr zur Technik, Hybridantriebe und Elektroantriebe an Batterien und Brennstoffzellen. Dann werde ich einiges zu Gewichte und Kosten von Batterien sagen und schließlich die Stückzahlentwicklung von Elektroantrieben in den kommenden 10 Jahren behandeln, soweit man das heute abschätzen kann. Seit 1950 sind bei Verbrennungsmotoren, bei Benzin- und bei Dieselmotoren gewaltige Erhöhungen der sogenannten Literleistung erreicht worden, das heißt der Leistung pro Hubraum. 1950 beim ersten Käfer und auch zu dieser Zeit beim Mercedes-Benz 170D, entsprechendem Dieselfahrzeug, waren es 22 PS pro Liter. Heute bringt ein VW Golf mit Benzin-Direkteinspritzung eine Literleistung von 150, 115 PS
Das ist rund das Fünffache von damals. Beim Diesel gab es ähnliche Fortschritte, nicht ganz so groß. Ein BMW 530 bringt immerhin 82 PS pro Liter zustande. Das ist immerhin auch das Vierfache von 1950. Schadstoffemissionen von Benzin- und Diesel-Pkw sind im Grunde heute kein Thema mehr, wie Sie in diesem Chart, das ich gleich erkläre, entnehmen können. Die Grafik zeigt maßstäblich die noch übrig gebliebenen Emissionen. Das große Feld zeigt die ursprünglichen Emissionen, also ohne Nachbehandlung, wie sie in den 70er Jahren bei den Autos vorkamen. Nach rechts die unverbrannten Kohlenwasserstoffe HC, nach oben die Stickoxide NOx und das ist das große dunkelgelbe Feld. Euro 3 bis Euro 5 sind dann die kleinen Kästchen links unten, sind unterschiedlich scharfe Grenzwerte, die gesetzlich vorgeschrieben sind in der EU. Heute gilt für neue Fahrzeuge bereits Euro 5 seit September 2009. Euro 6 gilt dann ab 2014. Euro 5 ist das kleine gelbe Feld links unten. Es sind nur noch wenige Prozent der ursprünglichen sogenannten Rohemissionen bei Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen. Bei Euro 6 sind die Emissionen so gering, dass sie noch in dieser Grafik nicht mehr sichtbar sind. Auch Partikel sind heute beim Diesel, Partikel beim Diesel sind heute kein Thema mehr, weil alle Diesel, alle neuen Fahrzeuge mit Dieselfilter ausgerüstet sind. Ich komme zum Thema CO2-Ausstoß. Seit 20 Jahren ungefähr reift zunehmend die Erkenntnis, dass CO2 wesentlich zur Erwärmung des Klimas beiträgt. Aber wie Sie wissen, gibt es auch andere Gase, die Einfluss haben, zum Beispiel Methan. In den europäischen Ländern gibt es große Bemühungen, die CO2-Emissionen insgesamt nicht weiter ansteigen zu lassen, sondern eher gegenüber Stichtagen wie 1990 und 1995 zu senken. Der Anteil der Pkw in Deutschland am gesamten CO2-Ausstoß des Landes beträgt nur 14%. Der Verkehr insgesamt, wenn man Lkw und dann noch Bahnen und Schiffe und so weiter und Flugzeuge rechnet, Verkehr insgesamt liegt bei etwa 25%. Dennoch, trotz der 14% Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, besteht ein hoher Druck zur Senkung aus, ich würde mal salopp sagen, für Politiker sind Autos besonders publikumswirksam. Wesentlich wirksamer und mit wesentlich weniger Aufwand, Investitionsaufwand verbunden wären Senkungen des Energieverbrauchs für Heizung und Klimatisierung von privaten und öffentlichen Gebäuden und natürlich Verbesserung der Wirkungsgrade von Kraftwerken und Industrieprozessen. Die europäische Autoindustrie, vertreten durch ihren Dachverband ACAE, also ACEA, hat Mitte der 90er Jahre sich selbst verpflichtet, den CO2-Ausstoß sämtlicher neu zugelassener Fahrzeuge im Durchschnitt, also im sogenannten Verbrauch, von damals 185 Gramm pro Kilometer auf 140 Gramm pro Kilometer bis 2008 abzusenken. Dieses Ziel, wie Sie aus der Grafik sehen, wurde nicht erreicht, obwohl, was damals gar nicht vorhersehbar war, der Einsatz von Dieselmotoren in dieser Zeit ganz sehr stark zugenommen hat. Die untere Kurve zeigt die Emissionen von Dieselmotoren, die obere von Benzinmotoren. Trotz dieser Nachhilfe durch mehr Dieselmotoren wurde, wie gesagt, das Ziel nicht erreicht. Es wurden nur 153 Gramm erzielt. Nachdem die Selbstverpflichtung der Autoindustrie nicht zielführend war, gab es gesetzliche Vorgaben aus Brüssel, die jetzt heißen, dass es einen neuen Zielwert gibt mit 130 Gramm pro Kilometer, der in 2012 erreicht werden soll. Schwere Fahrzeuge dürfen etwas mehr ausstoßen, besonders leichte Fahrzeuge müssen unter dem Wert von 130 Gramm pro Kilometer liegen. Da gibt es eine bestimmte Formel für die Festlegung. Diese Vorgabe erfordert große Anstrengungen der Fahrzeugindustrie, die Antriebstechnik insgesamt weiterzuentwickeln. Und nachdem bis 2012 praktisch keine nennenswerte Entlastung durch reine Elektrofahrzeuge vorstellbar ist, allenfalls durch Hybridtechnik,
konzentriert sich derzeit die Arbeit an der Verbrauchsreduzierung auf Verbrennungsmotoren. Diese Grafik hier gilt für ein Fahrzeug der Kompaktklasse, also zum Beispiel Golf, mit einem Fahrzeuggewicht von 1,4 Tonnen, 1400 Kilogramm, mit Benzinmotor. Die Zahlenreihen von links nach rechts oben, die blaue Zahlenreihe, zeigen den CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilometer. Es geht los mit 182 Gramm ganz links, bis zum günstigsten Wert 112 Gramm pro Kilometer. Die roten Säulen zeigen den Verbrauch in Liter pro 100 Kilometer an, mit einem konventionellen Benzinmotor zunächst, die linke Säule mit 7,7 Liter pro 100 Kilometer. Das ist sozusagen die Referenz, das sind die 100%. Die Varianten rechts von der ersten Säule erfüllen auch bereits Euro 6. In der Grafik rechts sehen Sie einen Textteil, dort wird die Technik, über die ich gleich noch sprechen werde, für die einzelnen Stufen der Verbrauchsreduzierung erläutert. Die zweite Säule zeigt bereits eine Absenkung um 22% auf 6 Liter. Es wird eine neue Benzineinspritztechnik verwendet, die sogenannte Direkteinspritzung. Da darf schon direkt in den Zylinder eingespritzt, bisher wird er vor dem Zylinder in Saugrohr eingespritzt. Dadurch kann ein kleinerer Hubraum eingesetzt werden bei gleicher Leistung, weil gleichzeitig dieser Motor durch einen Turbolader aufgeladen wird. Es ist weiterhin in dieser Variante ein sogenanntes Start-Stopp-System eingebaut, bei dem das Fahrzeug, wenn es steht, selbstständig den Motor abschaltet, zum Beispiel an der Ampel. Es ist ein sogenanntes Thermomanagement vorgesehen. Man hält die Temperatur des Motors besser konstant und hat dadurch weniger thermische Verluste. Die dritte Säule zeigt eine weitere Verringerung des Verbrauchs auf insgesamt annähernd 30%. Und zwar durch eine weitere Leistungssteigerung durch motorische Maßnahmen. Man verwendet eine variable Einlass- und Auslandsventilsteuerung. Und bei dieser Variante kann man anstelle von 4 Zylindern die gleiche Leistung aus 3 Zylindern holen. 3 Zylinder heißt weniger Reibung und dadurch weniger Verbrauch. Schließlich ganz rechts ist die Verbrauchssenkung annähernd 40% durch die zusätzliche Anwendung der Hybridtechnik. Also die bisher beschriebenen Techniken sind realisiert und dann kommt noch obendrauf die Hybridtechnik. Das heißt, ein Elektromotor ergänzt den bereits optimierten Benzinmotor. Die nächste Grafik zeigt jetzt die Situation beim Dieselmotor. Auch wieder Fahrzeuggewicht 1400 Kilogramm. Der Vergleich zum konventionellen Benzinmotor, also der Vergleich zwischen Diesel und Benzin, ist in roten Zahlen angegeben. Die erste Säule zeigt den Dieselmotor heutiger Technik, so wie er auf dem Markt ist. Der Verbrauchsvorteil gegenüber dem konventionellen Benziner, also der ersten Säule der vorhergehenden Grafik, sind etwa 30% in Liter pro 100 Kilometer. Die zweite Säule zeigt eine Absenkung um 22% gegenüber dem konventionellen Diesel. Das sind die Maßnahmen ähnlich, wie ich sie beim Benziner beschrieben hatte. Dadurch sinkt der Verbrauch des Diesels bereits gegenüber dem Benziner um 45%. Die dritte Säule ist sehr interessant, insofern als durch eine weitere Absenkung der Stickoxide, allerdings mit einem beträchtlichen Aufwand, das muss dann eine Handstofflösung in den Auspufftrakt eingespritzt werden, für Bosch ist das gut, das ist eine zweite Einspritzung, dann wird interessanterweise durch die Reduzierung der Stickoxide auch der Verbrauch reduziert, das kann man sich physikalisch gut vorstellen, man kann dann den Motor ohne Rücksicht auf die Stickoxide im thermisch günstigsten Bereich betreiben und anschließend im Auspufftrakt werden dann die Stickoxide durch diese Harnstoffeinspritzung reduziert. Und natürlich ein Katalysator, der das umsetzt. Vierte Säule zeigt, wie beim Benzinmotor, eine weitere Leistungssteigerung, die dann zur Verringerung der Zylinderzahl führt, in diesem Beispiel von 4 auf 3. Und im Vergleich zum konventionellen Benziner liegen wir nur noch knapp unter der Hälfte des Verbrauchs. Schließlich die Säule ganz rechts, dann wieder zusätzlich die Hybridtechnik.
Verbrauchsverträge gegenüber dem konventionellen Diesel 40% und gegenüber dem konventionellen Benziner 60%. Diese beschriebenen Techniken sind heute verfügbar. Das ist also kein Futurum 2, sondern die sind im Labor bereits realisiert. Die Einführung wird in Stufen erfolgen. Dazu ist die Automobilindustrie auch aufgrund der Vorgaben aus Brüssel mehr oder weniger gezwungen. Aber das wird noch einige Jahre dauern, denn man benötigt die Anpassung dieser Technik an die einzelnen Motoren, man benötigt eine Dauerprobe und so weiter. Bereits die Version D3, das ist die vierte Säule, zeigt den CO2-Wert mit 97% unter der sogenannten Schallgrenze von 100 und der Dieselhybrid hat dann nur noch 86 Gramm. Die nächste Grafik zeigt die CO2-Emissionen verschiedener Antriebe für die Fahrzeuge, für ein Fahrzeug der Golfklasse. Die Säulen zeigen in dieser Darstellung die gesamte Kette der CO2-Entstehung hellblau, sogenannte Well-to-Tank, das heißt von der Rohenergie, der Ölquelle oder dem Kohleflöz bis zum Fahrzeugtank. Das sind die CO2-Ausstoße, die entstehen in der Raffinerie oder bei der Kohleverflüssigung. Dunkelblau ist die CO2-Erzeugung im Fahrzeug selbst. Von links nach rechts sehen Sie zunächst einen normalen Diesel, dann eine Version, Extremversion, ein Dieselfahrzeug, bei dem der Dieselkraftstoff aus Kohle erzeugt wird. Das ist, sind bekannte Techniken, sowas wurde bereits im Krieg in Deutschland, in den Leutnerwerken durchgeführt. Das ist sehr schlecht, weil bei der Kohleverflüssigung sehr viel CO2 in die Luft geblasen wird. Dann kommt eine Säule für den Benzinmotor. Benzin ist im CO2 im Verbrauch zwar 30% schlechter, aber im CO2 nur 15% ungünstiger als der Diesel, weil beim Diesel in der Raffinerie mehr CO2 anfällt. Dann kommt Erdgas, CNG, Compressed Natural Gas. Das ist noch besser als Diesel. Hängt damit zusammen, dass in den Gasmolekülen weniger Kohlenstoff und mehr Wasserstoff enthalten ist. Die drei rechten Säulen sind dann reine Elektrofahrzeuge. Es gibt keinen dunkelblauen Anteil, weil kein CO2 im Fahrzeug selbst erzeugt wird. Sie sehen einen hohen CO2-Ausstoß, wenn der Strom aus Kohlekraftwerken stammt. Und zwar wesentlich höher als beim Diesel und auch höher als beim Benziner. Die zweite Säule zeigt den Strom nach dem derzeitigen deutschen Energiemix. Das heißt, relativ viel aus Kohle und auch aus Erdgas erzeugt wird, ist diese Säule nur wenig besser als der Diesel. Und ganz rechts ist dann der Strom, stammt der Strom aus erneuerbarer Energie, Wind oder Wasser oder auch Kernenergie. Natürlich ist dann der Elektroantrieb extrem gut, aber eben nur dann. Sie sehen jetzt hier in diesem Bild die CO2-Emissionen für ein Elektrofahrzeug mit Batterieantrieb mit einem Gewicht von 1400 Kilogramm, und zwar in der Betrachtung Well to Wheel, von der Quelle bis zum Rad. Wie vorher gesagt, entsteht kein CO2 im Fahrzeug selber. Das heißt, es wird die CO2-Emission bei der Erzeugung der elektrischen Energie betrachtet, und zwar für die verschiedenen Länder. Das Fahrzeug selbst, wie gesagt, kein CO2. Die CO2-Emissionen hängen damit vom Energiemix des betreffenden Landes ab. Frankreich ist extrem günstig, überwiegend Atomstrom. Europa ist doch relativ günstig durch Frankreich und natürlich einige Länder mit CO2. Aber man Energiemix, wie zum Beispiel die Schweiz oder Schweden oder Norwegen. Die Welt insgesamt ist bereits relativ ungünstig, vor allem wegen des hohen CO2-Ausstoßes von Kohlekraftwerken in Schwellenländern. Und China liegt beim heutigen Energiemix am ungünstigsten. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zur Technik, und zwar beschreibe ich verschiedene Versionen, verschiedene Systeme von Elektroantrieben. Zunächst hier in dieser in Kombination mit dem herkömmlichen Verbrennungsmotor, das ist die sogenannte Hybridtechnik.
Das Bild zeigt in schematischer Darstellung den Antriebsstrang dieses Antriebs zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe. Es gibt noch andere Konstruktionen, aber in dieser Konstruktion hier ist zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe eine elektrische Maschine, das ist diese rote Scheibe, angebracht, die mit Hilfe einer elektronischen Steuerung als Motor und als Generator arbeiten kann. Der Spannungswandler arbeitet in beiden Richtungen. Er wandelt entweder den Gleichstrom der Batterie in Wechselstrom, wenn die elektrische Maschine das Fahrzeug antreibt, oder er wandelt den Wechselstrom, den die E-Maschine als Generator erzeugt, in Gleichstrom, um die Batterie zu laden. Für das Laden der Batterie gibt es zwei Zustände. Erstens, beim Fahren treibt der Verbrennungsmotor nicht nur die Räder, sondern auch den Generator an, diese elektrische Maschine an, die in diesem Fall während des Fahrens als Generator geschaltet ist. Die zweite Möglichkeit, die Batterie zu laden, ist das Bremsen. Die Räder treiben dann die elektrische Maschine an, die Strom für die Batterie erzeugt. Die Kraftstoffersparnis entsteht durch zwei Effekte. Erstens, die Bremsenergie wird überwiegend nicht in den Drahtbremsen in Wärme umgesetzt, sondern der Batterie zugeführt und dann wieder für den Antrieb verwendet. Der zweite Effekt ist der, da der Elektromotor den Verbrennungsmotor, wenn man mehr Leistung braucht, unterstützen kann, man schaltet dann beide Antriebe parallel, dann kann der Verbrennungsmotor kleiner ausgelegt werden, kleinerer Hubraum oder weniger Zylinder, und dadurch entsteht ein Verbrauchsvorteil, ein weiterer Verbrauchsvorteil. Hybridantriebe gibt es bisher auf dem Markt nur in Kombination mit Benzinmotoren. Die Kraftstoffersparnis wird mit 40% angegeben, das ist aber der eher theoretische Wert bei den üblichen von den Behörden vorgeschriebenen Messungen. Im praktischen Fahrbetrieb ist der Vorteil etwa 30%, das heißt eher vergleichbar mit einem normalen Dieselmotor. Nur bei extrem häufigem Stadtverkehr ist der Hybridantrieb günstiger als der Dieselmotor. Rein elektrisches Fahren ist nur wenige Kilometer möglich, weil die Batterie relativ klein ist. Wie Sie wissen, war der erste Hybrid-Pkw der Toyota Prius ungefähr 1995 erstmals produziert in Japan. Heute werden viele Modelle angeboten, auch Fahrzeuge aus amerikanischer und europäischer Produktion. Hybride, auch für die Kombination mit Dieselmotoren, was dann eben noch einen zusätzlichen Effekt erzeugt, sind angekündigt, aber noch nicht in Serie, angekündigt von PSA, von Volvo und auch von Daimler. Es gibt eine weitere Variante des Hybridantriebs. Der Antrieb erfolgt im Prinzip wie im vorhergehenden Bild, aber es wird eine größere Batterie eingesetzt und zusätzlich ein Ladegerät, mit dem die Batterie an der Steckdose aufgeladen werden kann. Zum Beispiel im Parkhaus oder über Nacht. Das ist der sogenannte Plug-in-Hybrid. Der Vorteil ist, dass auch dank der größeren Batterie größere Strecken elektrisch bewältigt werden können, zum Beispiel 10 bis 20 Kilometer. Der Nachteil, erheblich teurer, weil eine größere Batterie erforderlich wird und auch ein zusätzliches Ladegerät. Mehrere Hersteller bereiten die Produktion vor. Den Toyota Prius gibt es bereits seit Anfang 2010 in Serie als Plug-in-Hybrid. Der jetzt hier in diesem Bild gezeigte Antrieb ist bereits vom Antriebsschema her ein echter Elektroantrieb. Allerdings mit einer Krücke, weil die Reichweite der Batterie allein nicht ausreichend ist. Die Räder werden ausschließlich durch einen Elektromotor angetrieben, der aus der Batterie gespeist wird. Es sind große Batterien eingesetzt, so groß wie aus Gewicht- und Kostengründen überhaupt möglich. Aber die Batterie wäre wie bei normalen Elektrofahrzeugen bereits nach 100 bis 150 Kilometer erschöpft und damit für viele Anwendungen nicht akzeptabel. Das System verfügt dann über einen sogenannten Range Extender, das heißt die Erhöhung der Reichweite durch einen kleinen Verbrennungsmotor, der den Generator antreibt, der wiederum die Batterie während der Fahrt nachlädt. Der Verbrennungsmotor kann relativ klein sein, zum Beispiel ein kleiner Zweizylinder-Diesel. Der Verbrennungsmotor läuft im Punkt des optimalen Verbrauchs und bei niedrigen Drehzahlen dabei und emittiert dadurch sehr wenig CO2.
Elektrofahrzeuge mit Range-Extender sind in Entwicklung und auch angekündigt, aber noch nicht auf dem Markt, angekündigt zum Beispiel von Opel, das ist der Opel Ampera, oder der GM Volt. Ich komme jetzt zum Pkw mit reinem Elektroantrieb. Das Schema zeigt das relativ simple System. Der Elektromotor wird aus einer großen Batterie über einen Spannungswandler gespeist. Dieser macht Gleichstrom, aus Gleichstrom der Batterie Wechselstrom beliebiger Frequenz und steuert damit Drehzahl und Drehmoment des Motors. Die Batterie wird über ein Ladegerät aus der Steckdose geladen. Das Problem ist, dass, das ist Ihnen natürlich bekannt, der derzeitige Entwicklungsstand der Batterien erlaubt für normale Fahrzeuge, die auch noch eine Zuladung erlauben, nur Reichweiten von 100 bis 150 Kilometer. Einige Fahrzeuge sind bereits auf dem Markt, teilweise sind es aber Exoten. Viele Fahrzeugprojekte sind in Entwicklung. Noch unbefriedigend sind natürlich die Kapazität der Batterie pro Gewichtseinheit, ihre Herstellkosten und die Lebensdauer, das heißt die Anzahl der möglichen Lade- und Entladezyklen. Noch vor 15 Jahren hat man angenommen, dass Elektrofahrzeuge nicht mit Strom aus der Batterie, sondern aus der Brennstoffzelle angetrieben werden. Schon damals, also vor 15 Jahren, gab es große Ankündigungen der Automobilindustrie, Elektrofahrzeuge mit Brennstoffzellen in Serie bringen zu wollen. Nach der damaligen Vorstellung, ich bin in der Hinsicht ein schlimmer Mensch, weil ich mir das dann aufschreibe und alle 5 Jahre ansehe, nach den damaligen Vorstellungen müssten bereits seit 5 Jahren solche Fahrzeuge in Serie sein. Sie wissen, das ist nicht realisiert worden, aber es gibt kleine Flotten mit Prototypen. Brennstoffzellen erzeugen Strom aus Wasserstoff und Sauerstoff mittels Katalysatoren. Es gibt keine bewegten und verschleißenden Teile, außer einiger Magnetventile und einiger kleiner Pumpen. Die technischen Probleme der Brennstoffzelle sind weitgehend gelöst. Über Kosten erfährt man derzeit wenig. Man kann nur vermuten, dass es nicht ganz billig sein wird. Eine Entwicklung zur Serienreife ist grundsätzlich vorstellbar. Das Hauptproblem ist hier die Verfügbarkeit von Wasserstoff, das heißt ein Wasserstoff-Tankstellennetz. Außerdem besteht das Problem der Mitführung des Wasserstoffs im Fahrzeug. Entweder benötigt man einen Tank bei minus 250 Grad Celsius, oder man, das wird im Moment nicht weiter verfolgt, oder man benötigt einen Hochdrucktank. Damit es zu sinnvollen Dimensionen kommt, muss man den Wasserstoff auf etwa 700 bar komprimieren. Es gibt einen ziemlich dickwandigen, schweren Stahltank. Zum Vergleich, den die Größe bar nichts viel sagt. In Ihrem Haus ist der Wasserdruck zwischen 4 und 6 bar. Und hier werden also 700 bar benötigt. Aber noch entscheidender ist die Herstellung von Wasserstoff ohne CO2-Emissionen. Und die ist derzeit nicht in Sicht. Bei der Gewinnung aus Erdgas, das ist die heute gängige Technik, entsteht natürlich auch CO2. Aus elektrischer Energie, die CO2-frei erzeugt wird, zum Beispiel Windkraft, wäre der Wasserstoff dann theoretisch CO2-frei. Aber die Wirkungsgradkette bis zum Rad ist äußerst schlecht. Und Sie sehen das hier im Bild. Nur 25% der elektrischen Energie kommt am Rad an. Das ist die linke Seite der Grafik. Bei der Batterie kommt dann immerhin, trotz begrenzter Wirkungsgrade beim Laden, Inladen der Batterie und beim Elektromotor, kommen immerhin 75% an. Falls die Erzeugung von Wasserstoff in Deutschland aus elektrischer Energie auf der Basis unseres heutigen Energiemixes erfolgen würde, wäre ein Elektrofahrzeug mit Brennstoffzelle beim CO2-Ausstoß wesentlich schlechter als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Meine persönliche Meinung ist hierzu, die Brennstoffzelle wird sich in der Breite im Pkw vermutlich nicht durchsetzen. Allenfalls für sehr spezielle Anwendungen, zum Beispiel der Verkehr in Megastädten oder in Städten, in denen Vorschriften bestehen bezüglich der völligen Schadstofffreiheit beim Fahren in der Stadt. Jetzt hier einige quantitative Angaben zu Lithium-Ionen-Batterien. Das spezifische Batteriegewicht bei
derzeit bereits produzierfähigen Technologien liegt bei etwa 5 Kilogramm pro Kilowattstunde. Für eine Reichweite von 100 Kilometer, bei dem Beispiel Fahrzeug 1,4 Tonnen, das ich vorher schon verwendet hatte, heißt es, dass man eine Kapazität von 18 Kilowattstunden braucht, um 100 Kilometer weit fahren zu können. Ein Batteriegewicht für die Reichweite von 100 Kilometer ergibt sich dann nach Adam Riese mit 90 Kilo, rund 100 Kilogramm. Die Reichweite wäre theoretisch höher, man spricht von 150 Kilometer, aber die Rechnung berücksichtigt, die Simulationsrechnung berücksichtigt keine vollständige Entladung der Batterie. Genauso wie Sie Ihr Fahrzeug nie ganz leer fahren, wird man aus Vorsichtsgründen mit einer bestimmten Restladung rechnen müssen. Jetzt komme ich zu den Batteriekosten. Die Batteriekosten sind heute aus OEM-Sicht, also aus der Sicht Einkaufspreis des Automobilherstellers, die liegen heute bei etwa 9.000 Euro für eine Batterie mit dieser vorher genannten Reichweite. Das ist der Einkaufspreis für den Fahrzeughersteller. Projiziert man jetzt diesen Preis auf die Kosten, die der Verbraucher für ein Fahrzeug bezahlt, dann ist es etwa das Doppelte. Das sind die Erfahrungswerte bei der Kostenentwicklung vom Einkaufspreis des Materials bis zum Verkaufspreis des Fahrzeugs. Dann kostet die Batterie für den Endkunden 18.000 bis 20.000 Euro. Die Batteriekosten für den Kraftfahrzeughersteller sollen in 2020 etwa die Hälfte kosten. Das wäre dann immer noch für den Endkunden etwa 9.000 Euro, die das Fahrzeug belasten würde durch die Batterie in den Kosten. Man kann ganz grob sagen, der Rest des Elektroantriebes, nämlich der Elektromotor und die elektronische Steuerung, kosten etwa so viel wie ein Benzinmotor. Das Bild hier zeigt jetzt, damit Sie auch mal Hardware sehen, die wesentlichen Komponenten von Elektrofahrzeugantrieben. Links ein sogenannter integrierter Elektromotor, der hat einen Durchmesser von etwa 30 cm, 6 cm breit und wird zwischen Motor und Getriebe eingebaut. Beispielsweise haben wir ein solches System jetzt in Lieferung für den Porsche Cayenne. Oder, das ist das zweite Gerät von links, ein konventioneller Elektromotor, der irgendwo im Fahrzeug, zum Beispiel in der Nähe der Hinterachse, eingebaut wird. Mit 18 cm Durchmesser und etwa Länge von 20 cm. Der Spannungswandler ist eine Kiste von 20 mal 20 mal 15 cm. hoch und die Batterie ist etwa 1 Meter mal 20 cm hoch und 70 cm breit. Soweit zur Hardware. Für die Automobilindustrie ist es heute sehr schwer absehbar, welchen Anteil Elektrofahrzeuge in den nächsten 10 Jahren erreichen werden. Die Stückzahlentwicklung ist sehr stark abhängig von der Weiterentwicklung der Batterietechnik, insbesondere der Batteriekosten. Weitere Einflussgrößen sind die Kraftstoffpreise und die CO2-Gesetzgebung weltweit. Dieses Bild zeigt jetzt hier die Jahresproduktion von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in 2008 und unsere Prognose, also die Prognose von Bosch für 2020. Blau sind Hybridfahrzeuge, rot reine Elektrofahrzeuge. Reine Elektrofahrzeuge waren es in 2008 nur 2000 und deshalb in der Grafik hier nicht sichtbar. 2020 rechnen wir mit rund 3 Millionen reinen Elektrofahrzeugen weltweit. Der Markt ist in derzeit noch von den Hybridfahrzeugen geprägt, insbesondere, wie bereits erwähnt, Toyota Prius und andere Japaner. Hier rechnen wir mit etwa 6 Millionen Hybridfahrzeugen in 2020. Meine Damen, meine Herren, ich fasse zusammen. Erstens, der Verbrauch und der CO2-Ausstoß von Verbrennungsmotoren können noch erheblich abgesenkt werden. Zweitens, ein Elektrofahrzeug der Golfklasse benötigt für eine Reichweite von 100 Kilometer eine Lithium-Ionen-Batterie mit rund 90 Kilogramm. Grob gesprochen 100 Kilogramm. Der Batteriepreis für den Autohersteller für eine Reichweite von 100 Kilometer liegt heute bei
9.000 Euro und im Preis des Fahrzeuges sind dies dann rund 20.000 Euro. Bis 2020 ist ungefähr eine Halbierung zu erwarten. Und schließlich ein breiter Einsatz von Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist erst nach 2020 zu erwarten. Der Anteil beider Technologien zusammen, also Hybrid- und rein Elektrofahrzeuge, können abhängig vom Kraftstoffpreis, CO2-Gesetzgebung und Batteriereichweite und Batteriepreis im Jahr 2020 bei rund 10 Millionen Fahrzeugen liegen. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr werden voraussichtlich weltweit 68 Millionen Fahrzeuge produziert, einschließlich der leichten und der schweren Nutzfahrzeuge. Das sind 7% weniger als im Spitzenjahr 2007. In der Produktion lag 2007 bei 73 Millionen Einheiten. Das ist das Höchste, was jemals erreicht wurde. Für 2020 wird allgemein mit einer Fahrzeugproduktion von 90 bis 100 Millionen Einheiten gerechnet. 10 Millionen Hybrid- und Elektrofahrzeuge, wie gezeigt, würden dann rund 10% der Gesamtproduktion ausmachen. Für den Verbrennungsmotor wird bereits für die nächsten Jahre ein Rückgang in den Produktionsstückzahlen von den Medien und von der Politik vorausgesagt. Das ist für den Zeitraum bis 2020, den ich betrachtet habe, Unsinn, wie folgende simple Rechnung zeigt. Wir rechnen für 2020 mit 3 Millionen rein Elektrofahrzeugen, also Fahrzeuge, die keinen Verbrennungsmotor mehr aufweisen. Bei einer Gesamtproduktion von 90 Millionen Einheiten sind es immerhin dann noch 87 Millionen Verbrennungsmotoren. Das sind immerhin 14 Millionen mehr als die Produktion 2007. Selbst beim vorsichtigen dreifachen Ansatz für reine Elektrofahrzeuge, das wären dann rund 10 Millionen Elektrofahrzeuge, würde die Produktion an Verbrennungsmotoren bis 2020 immer noch, wenn auch nicht so stark, ansteigen. Natürlich muss sich, ich komme jetzt hier auf die Region zu sprechen, natürlich muss sich die Zulieferindustrie hier im Südwesten, die teilweise sehr stark auf Verbrennungsmotoren fokussiert ist, Gedanken machen, wie sie sich in den nächsten 7 Jahren ein weiteres Standbein zulegt. Aber die kürzlichen Bemerkungen eines ehemaligen Mitgliedes der Landesregierung, der diese Industrie schon fast abschreibt, war nicht besonders hilfreich. So etwas verunsichert die Mitarbeiter und erschwert außerdem die Einstellung von jungen Ingenieuren. Wir rechnen also nicht mit einem breiten Einsatz der Hybridtechnik oder der Elektrotechnik in naher Zukunft. Die Hybridtechnik ist eher eine Übergangstechnologie, die die Antriebstechnik nicht revolutionieren wird. Dafür ist sie wegen der zwei Antriebssysteme im Fahrzeug zu teuer. Für die Automobilbranche, die jetzt sehr eifrig Hybridfahrzeuge anbietet, als Variante zum normalen Fahrzeugangebot, wird die Hybridtechnik sicher sehr teuer, weil dadurch die Produktionsstückzahlen aufgespaltet werden. Eine vollständige Ablösung des Verbrennungsmotors durch einen batterieelektrischen Antrieb ist derzeit überhaupt nicht abzusehen. Man kann sich zwei Szenarien vorstellen. Szenario 1, es gelingt bei der weiteren Batterieentwicklung kein Quantensprung, sondern die Reichweite der Fahrzeuge bleibt auf 150 bis 200 Kilometer, vielleicht 250 Kilometer mit einer Batterieladung begrenzt. Das kann man in den nächsten 10 Jahren durch Fleißarbeit wahrscheinlich erreichen. Weiter wird unterstellt, dass es gelingt, innerhalb von 15 bis 20 Jahren den Batteriepreis auf ein Drittel bis ein Viertel zu senken. Dann ist es aus meiner Sicht vorstellbar, dass ein Drittel bis die Hälfte der in der Welt produzierten Pkw und leichten Nutzfahrzeuge batterieelektrisch angetrieben wird. Es wird genügend Käufer geben, die sich mit dieser Reichweite dann begnügen, insbesondere dann, wenn es gelingt, die Batterie wieder relativ schnell aufzuladen. Ein besonders interessanter Markt sind zwei Fahrzeuge. In Deutschland verfügen bereits heute 25 bis 30% der Haushalte über ein Zweitfahrzeug. Ein weiterer wachsender Markt wird in Großstädten und Megastädten entstehen, wo aus Umweltgründen längerfristig reine Elektrofahrzeuge vorgeschrieben oder finanziell begünstigt werden.
Dann Szenario 2. Es gelingt bei der Batterieentwicklung in den nächsten 10 Jahren ein Quantensprung, eine Erhöhung der spezifischen Batteriekapazität um Faktor 3 bis 5. Dann würde die Reichweite eines Fahrzeugs bei akzeptablem Batteriegewicht rund 100, und zwar bei einem akzeptablen Batteriegewicht von etwa 100 Kilogramm, was ich vorher auch immer erwähnt hatte, würde die Reichweite 700 bis 800 Kilometer betragen. Eine Größenordnung, die heute für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren gilt. Unter dieser Voraussetzung und bei einer Senkung der Herstellkosten auf ein Drittel bis ein Viertel ist langfristig eine vollständige Umstellung der Personenwagen und möglicherweise auch der leichten Nutzfahrzeuge auf batterieelektrischen Antrieb zu erwarten. Zu schweren Nutzfahrzeugen wage ich keine Aussage. Dann hat die Industriegeschichte gelehrt, dass sich Technologien wehren, wenn ihnen die Ablösung durch eine neue, andere Technologie droht. Natürlich ist es nicht die Technologie selbst, sondern es sind vor allem die Mitarbeiter in den Entwicklungsabteilungen, die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpfen und denen dann wieder mehr einfällt. Gleichzeitig gibt es, wie erwähnt, in Europa gesetzliche Auflagen für die weitere Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Ähnliches gilt für USA und die Kraftfahrzeughersteller wissen, dass sie diesem Zwang durch eine rasche Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht entgehen können, weil dies industriell gar nicht darstellbar ist. Beide Effekte, die drohende Ablösung des Verbrennungsmotors und die gesetzlichen Zwänge, führen zu einem weiteren nachhaltigen Schub in der Verringerung der Kraftstoffverbräuche von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Ich habe Ihnen dies anhand von Grafiken ja bereits vorgestellt. Wie gehen wir bei Bosch vor? Wir arbeiten weiter mit großer Intensität an der Weiterentwicklung der Einspritztechnik für Benzin- und Dieselmotoren in Richtung einer weiteren Verringerung des Verbrauchs, wie auch einer weiteren Absenkung der Schadstoffemissionen. Angesichts unserer bedeutenden Weltmarktanteile auf diesen Gebieten erwarten dies auch die Fahrzeughersteller von uns. Nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, Südamerika, Japan, Korea, China und Indien. Auf diesem Gebiet werden wir weiterhin jährlich Entwicklungsaufwendungen in der Größenordnung von etwa 1 Milliarde Euro haben. Der größte Teil hiervon entfällt allerdings auf die Anpassung der Systeme an neue oder weiterentwickelte Verbrennungsmotoren. Rund 200 Millionen werden für die Weiterentwicklung der eigentlichen Systeme aufgewandt. In einer vergleichbaren Größenordnung, also bei rund 200 Millionen Euro pro Jahr, liegt derzeit unser Entwicklungseinsatz für Elektroantriebe, einschließlich der Batterieentwicklung. Sie haben möglicherweise gehört, dass wir mit Samsung ein Gemeinschaftsunternehmen seit knapp 2 Jahren betreiben für die Entwicklung und die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Fahrzeuge. Denn dieser Aufwand, 200 Millionen, wird deshalb getrieben, weil wir fest damit rechnen, dass längerfristig Elektrofahrzeuge einen bedeutenden Anteil an der Weltproduktion erhalten werden. Wir sprechen dann aber über 2030 und 2040. Insoweit sieht es nicht nach Revolution, sondern eher nach einer Evolution aus. Danke.